Das regionale Kochmagazin Echt Lecker TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Döbeln. Gut für die Region. Und der Firma Bratsch Elektromotoren, dem Kosmetik-, Wellness- und Visagistenstudio Katrin Küttner, dem Döbelner Anzeiger, dem Onlineshop neuetischkultur.de, Porzellan und Besteck und dem Küchenstudio Küche 3000 in Nossen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt Lecker TV. Ja, wie Sie sehen, heute bin ich ganz alleine, keine Gäste. Unser Gast hat abgesagt und habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich mir das heute mal ganz gemütlich mit Ihnen zusammen am Bildschirm und dann koche ich eben mit Ihnen heute gleich mal gemeinsam. Wir haben heute was ganz Tolles zur Frühlingszeit, ganz frisch, und ich war heute Morgen auf den Muldentalwiesen und habe frische Brennnessel geschnitten, denn wir machen heute mal eine Brennnessel-Cremesuppe mit Knoblauchcroutons und dann gibt es noch was ganz Feines vom Fisch, aber dazu kommen wir später. Ja, liebe Zuschauer, was brauchen Sie dafür? Ganz einfach für Sie zur Zubereitung ungefähr so 60, 70 Gramm gute Butter und ein bisschen Sonnenblumenöl. Wir machen also die Suppe so wie mit einer Mehlschwitze, erstmal am Anfang, ne? Also eine richtig klassische Cremesuppe. Und dann geben wir dem schon mal hier ein bisschen mehr Wärme hier unten drauf. So, da löscht er nicht. Sehen Sie die Technik? Da kommt er. Okay. So, ja, was brauchen wir dazu? Zwiebeln habe ich schon ein bisschen klein geschnitten hier. So, brauchen wir ungefähr die Hälfte, weil später brauchen wir für die Soße auch noch ein bisschen was, für den Fisch. Und dann gibt es dazu Knoblauch-Croutons, habe ich schon mal Weißbrot in Würfel geschnitten, so vorbereitet. Und was brauchen wir für die Cremesuppe? Also Fettigkeit, man sagt immer für einen Liter Cremesuppe so 70, 80 Gramm Fett und ungefähr die gleiche Menge an Mehl. So, ja, das habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet hier. Und im heißen Fett werde ich mal die Zwiebel hier anbraten. So. Ja, das ist hier eine ganz leichte, frühlingshafte Suppe und ich habe auch dazu einen ganz leichten Hauptgang gewählt heute. Und wir sind heute mal nicht so Kohlenhydrat lastig unterwegs. So, jetzt macht er hier mir gar nicht so die Wärme, die ich möchte. Ja, doch, jetzt kommt er. So, jetzt haben wir Frühlingszeit, liebe Zuschauer, und da sage ich immer, Sie kennen mich ja nun schon eine Weile, Kräuter, ne, das ist das, was mir immer wieder am Herzen liegt und deswegen arbeite ich damit auch so gerne. Und es wächst auch schon wieder was bei mir im Garten. Ich habe heute auch schon wieder was mitgebracht. Das werde ich Ihnen dann zeigen. Und während hier drinnen die Zwiebeln so langsam anfangen zu dünsten, fange ich schon mal hier in der zweiten Pfanne an und gebe da ein bisschen Öl rein. Sonnenblumenöl, ne? Ganz einfach eine beschichtete Pfanne. Und gebe hier schon mal einen Teil von den Weißbrotwürfeln mit dazu. Und dafür habe ich schon mal vorbereitet, das sind so ungefähr so 4 bis 5 Knoblauchzehen, ne, die habe ich schön klein gestoßen, im Mörser mache ich das am liebsten. Und ein bisschen mit Sonnenblumenöl und ein bisschen mit Olivenöl gemischt. Soll jetzt schön einziehen, ne, in die Weißbrotwürfel, man sagt ja dazu französisch Croutons. Ne? So, also keine Kartons. Ne? Und die können wir dann so nebenbei hier schon langsam angehen lassen. Hier drinnen tut sich auch schon was. Also Cremesuppen, liebe Zuschauer, ist ja so eine Sache, die sehr magenbekömmlich sind. Und ich habe deswegen auch mal diese früher, man hat früher gesagt, die alte Leute, dass die alte Leute Spinat oder der arme Leute Spinat. Ne? Die Brennnessel wächst überall jetzt in der ganzen Region und wird immer noch unterschätzt von vielen Leuten. Die meisten Menschen bezeichnen die Brennnessel nur einfach schlicht und einfach als Unkraut. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, weil in der Brennnessel verbirgt sich allerhand Gesundes, Nahrhaftes,
und vor allem auch reinigendes. So, so sieht das dann aus hier. Also die Zwiebel im Topf einfach so andünsten, bis die ganze Sache so glasig wird. Und da sollten Sie sich schon im Vorfeld vorbereiten. Ich habe das schon mal hier gemacht. So. Ich habe hier 1 Liter Gemüsebrühe, ne? Die ist schon mal fertig. Und ja, so sieht die einfach aus hier, ne? Jungs, so einfach Gemüsebrühe. So schlicht und einfach. Ich habe das einfach mal aus dem Instant-Pulver gemacht. Da kann man sich Arbeit sparen. Ne? Und die können sich vorher vorbereiten. Und die Kartons, die arbeiten hier auch schon schön langsam, also gebe ich mal ein bisschen weniger Hitze. Hier drin schmort das schon und da fangen wir schon mal an mit dem Mehl. So, was brauchen Sie an Arbeitsgeräten? Noch einen Schneebesen dazu. Ganz einfach. Und dann machen wir so eine klassische, die Deutschen sagen, Mehlschwitze. Ne? Es gibt ja für jede Suppe und auch für jede Speise in der Küche einen französischen Fachbegriff. Die hier hat auch einen. Das, was ich jetzt mache hier, ist also eine sogenannte weiße Roux. Zu Deutsch eben Mehlschwitze. Ne? Wenn man das mit Brühe auffüllt und dann cremig kocht, dann heißt das Velouté. So. Kleines bisschen Küchenfranzösisch-Latein sozusagen. Also wir haben das ja früher alles auch lernen müssen, ne? Weil unser Meister in der Küche, wo ich noch gelernt habe, 1978, damals in Karl-Marx-Stadt, der hat uns dann sozusagen im Geschäft mittags alles Französisch gesagt. Dann standen wir da. So. Früher haben wir gesagt, wie die Friseure. Ne? Dann gab es dann vom Meister auch mal schnell eine Kopfnuss. Ne? Aber die Zeiten sind ja nun Gott sei Dank vorbei. So. Ja, die Croutons hier, die kommen schon. Schön. Ne? Und da nehme ich schon mal die Mehlschwitze so ein bisschen beiseite, weil da sollten Sie immer drauf achten. Wenn sie jetzt da unten sehr, sehr heiß ist, ne? Und die Brühe ist dann kalt, dann gibt es schnell Klumpen. Ne? Also beides soll in der Regel gleiche Temperatur haben. Und ich habe dafür schon mal ein bisschen warmes Wasser mit angesetzt, weil wir brauchen einen Teil Brühe und einen Teil Wasser. Das gieße ich schon mal auf hier. So. Und schlage das alles mal schön glatt hier. Wenn es einmal abgebunden ist, ne, sehen Sie schon hier, löst sich alles gut auf und dann kann man schon wieder darauf richtig Hitze geben. So. Also sozusagen nach dem Ablöschen Volldampf voraus. Ja. Und dann merken Sie schon, wie das hier drinnen sehr schnell anzieht und abbindet. Ne? Dann gebe ich schon mal hier so einen Teil von unserer Brühe rein. So. Ja, Brennnessel, wie viel braucht man ungefähr so für 4 bis 6 Personen? Also ich habe da mal so, naja, die Schüssel hier, das waren vielleicht so 5, 6 Hände voll. Ne? Und ich empfehle immer, wenn man die im Frühling schneidet, oben die ersten beiden, wo die ersten beiden Blattansätze sind, ne, und darunter abschneiden. So. Das ist das Frische. Das schmeckt am besten, hat am meisten Aroma und da steckt auch am meisten Eisen drin. Ne, weil die Brennnessel, das ist ein ganz tolles Wildkraut, mit diesem starken Eisengehalt eigentlich das Wildkräutergewürz oder das Wildkraut für die Frauen. Ne, schlechthin, weil Frauen verlieren ja bekanntlich bis zu einem gewissen Lebensalter jeden Monat eine Menge Blut. Und deswegen brauchen die auch sehr viel Eisen, weil dadurch geht auch viel Eisen raus. Und mit der Brennnessel kann man sich sehr gut dort wieder, ja, man kann schon sagen, grundversorgen. Ne? So, ein bisschen Salz gebe ich hier auch mit rein, gleich mal auf den Weg. So. Und bei den Croutons gebe ich mal noch ein bisschen Wärme dazu hier. So, wunderbar. Dann gucke ich mal, wo ich mir meinen Deckel gelassen habe. Genau, und dann gebe ich schon mal hier drauf. So, ja, das kann ich schon mal kochen. Das muss ich jetzt mal richtig aufkochen. Das sollte 5 Minuten leicht köcheln. Die hier machen auch so ihr Ding. Ne? Also frischen Knoblauch, das merken Sie, ne? Das zieht richtig schnell rein. Habe ich ein bisschen angesalzen. Und schmeckt schon gut. Passt eben sehr gut zu einer Cremesuppe obendrauf. Ja. So, jetzt fange ich schon mal an. Noch ein bisschen vorzubereiten für unseren Hauptgang. Und da habe ich was vorbereitet. Das hole ich Ihnen gleich mal vor in die Küche. Und zwar habe ich heute wunderbares, leckeres Zanderfilet. Ja.
So sieht es aus. Man könnte sagen, die Angelsaison hat begonnen in der Mulde und ganz frisch gefischt. Ich bin ehrlich, sie ist nicht aus der Mulde. Ne? Heute nicht. Und vielleicht können Sie ja, liebe Zuschauer, liebe Angelfreunde, ne? Gibt's ja, soll es ja viele geben hier bei uns in der Region, mal die Eschlecker-TV-Kirche mit einem guten, frischen Muldental-Fisch versorgen. So. Und dann habe ich noch vorbereitet für den Fisch, machen wir heute mal ganz dezent, frische Zuckerschoten. So. Ja, also die gibt es jetzt überall schon im Handel. Auch, das ist so ein sehr frisches, junges Frühlingsgemüse. Ich habe mir auch welche angebaut dieses Jahr. Und hier drinnen kocht es richtig. Es blubbert sozusagen. Und dann gehen wir gleich mal mit der Wärme hier so richtig intensiv runter. Genau. So, schön. Wenn Sie so weit sind, dann haben Sie schon mit Ihrer Cremesuppe sozusagen gewonnen. Ne? So, ich weiß nicht, hier so, könnt ihr ja vielleicht mal so eins draufhalten. So sollte das aussehen. Ne? Dazu sagt man eben in der Fachsprache Cremesuppe, weil Mehl und Fett und Brühe ergibt eine Creme. So eine sogenannte Emulsion, ne? Eine heiße Emulsion. So. Schön. Und ich habe das deswegen mal ausgewählt, weil ich selber jeden Frühling seit vielen Jahren so eine Frühlingskur mache aus Brennnesseln. Ne? Die kennt das vielleicht. Ne? Ich mache mir dann jeden Morgen, schneide ich mir das frisch, unten in der Natur, mache mir einen Tee draus, da kommt ein bisschen Taubnessel mit rein. Ne? Die habe ich hier auch noch mit drin. Hier. Hoppla, da fällt gleich was hier. Ne? So können Sie sehen, die sehen so, das sind die Taubnesseln hier. Die haben so weiße Blüten, es gibt auch Taubnesseln mit ja, so lila, blau, bläulich, ne? So. Leckere Kräuter. Wie gesagt, eben nicht nur Unkraut. So, die Croutons, die haben wir schon so weit fertig. Dann würde ich mir die mal so einfach, stellen wir sie einfach hier beiseite. Ja? So. Und zur Suppe. Ja, wunderbar, die kriegt schon, sag mal, schöne Konsistenz. Und es ist jetzt was ganz Einfaches, liebe Zuschauer. Sie brauchen eigentlich jetzt nur frische Brennnessel, die habe ich ja schon mal vorbereitet. Mit der Taubnessel dazu gebe ich jetzt einfach hier rein, denn die soll nach Möglichkeit nicht mehr so unbedingt stark kochen, ja, weil sonst gehen ja alle Inhaltsstoffe raus. Und die Menge einfach hier unter. So. Und was Sie dann noch brauchen, das Sie werden schon merken, Sie brauchen dann einfach bloß noch einen Pürierstab und dann wird das Ganze schon richtig gut werden. Und Sie merken natürlich auch von der Konsistenz her, ob Sie noch ein bisschen Flüssigkeit brauchen, ne? In dem Fall hier ein bisschen Brühe. Das sehen Sie auch, je nachdem, was Sie für Öl verwenden, je nachdem, was Sie für Mehl verwenden, ein fein gemahlenes. Ich habe heute mal ein ganz fein gemahlenes biologisches Weizenmehl verwendet. Und die feinen Körnungen, die binden natürlich auch intensiver. Ja? Also dann immer wieder ein bisschen Flüssigkeit zugeben. Und dann einfach hier die ganze Brennnessel rein. So, Sie wundern sich vielleicht, dass ich die einfach so anfasse. Da gibt es ja auch einen Trick, ne? Wenn man die frisch geschnitten hat, macht man sich so einen großen Haufen, legt ein Tuch drauf, ne? Und mit was Schwerem, ne? Kann jetzt auch mal ein Stein sein oder vielleicht so ein schwerer Mörser wie das hier, ne? Dann kann man die Blätter schön drücken, ne? Und da haben die Stacheln nicht mehr so diese stechende Wirkung. Ne? So. Da geben wir mal alles hier dazu. Wunderbar. So, da gebe ich noch mal ein bisschen mehr Wärme hier drauf. Geben wir noch mal kurz einen Deckel dazu. Und noch ein bisschen Brühe. Ja, da brauchen wir doch alles, ne? So, diesen Liter Gemüsebrühe habe ich verwendet. Und vielleicht jetzt auch so ungefähr einen halben Liter Wasser, ne? Muss man dann am Ende natürlich abschmecken, weil die Brühe hat dann auch schon so ein bisschen salzigen Geschmack. Ne? Deswegen mit dem Salz am Anfang vorsichtig sein. Ja? So, jetzt gebe ich hier kurz einen Deckel drauf. Wenn es noch einmal richtig in Wallung kommt, ne, sozusagen, dann gehen wir mit dem Pürierstab daran und dann haben wir das schon so gut wie fertig hier. Ja, was machen wir heute noch? Wir machen einen ganz leichten Hauptgang. Und dafür habe ich mir mal dieses wunderbare, schöne,
frische Zanderfilet mal ausgewählt. Das kann auch ein Seehechtfilet sein, Rotbarschfilet oder Kabeljaufilet. Aber der Zander, der hat ein schönes, festes, weißes Fleisch. Der ist sehr schmal und dünn. Deswegen braucht er maximal so 2-3 Minuten in der Pfanne. Also wieder was Schnelles, ne? Und ich habe gedacht, ich mache mal eine Zitronen-Limettensoße dazu mit ganz frischen, angedünsteten Zuckerschoten. Ne? So, und da können wir schon mal ein bisschen rangehen in die Vorarbeit. Und zwar brauchen Sie da, liebe Zuschauer, nichts Einfacheres als so einen kleinen Topf oder eine Kasserole. Ne? Sagt man, Kasserolen sind die, ne, die so bauchig sind und mit dem Stiel da dran. Und ja, da habe ich schon mal vorbereitet, so ganz fein gestiftete Möhren. Da gebe ich zu, da brauchen wir ein bisschen Vorarbeit, also lassen Sie sich ein bisschen Zeit dabei. Ich schneide das gerne mit der Hand, schön fein, umso feiner, umso schneller ist es gar. Ne? Und zum Anrichten dann habe ich später nochmal so einen Mairettich einfach gerieben mit frischen Kräutern, mit Bärlauch ist hier drin, Dill, Petersilie und Gartenkresse. Und dann machen wir nachher noch ein bisschen an. Im Übrigen schönen Dank an den Rolf in Döbeln-Massen. Ne? Danke für deinen wunderschönen weißen Rettich aus deinem Gewächshaus. Hat mich sehr gefreut. Wir sind also wieder absolut regional heute. So, die Soße. Ja? Da fange ich jetzt schon mal an. Also ich fühle mich heute mal einfach so wie zu Hause. Hier bei mir. Ich darf heute hier rummatschern, weil ich bin hier, mich stört keiner. Ne? Jetzt kann ich loslegen. Also, ganz einfach. Da haben Sie von ihren vorbereiteten, gewürfelten Zwiebeln sich noch was aufgehoben, so wie ich das gemacht habe. Und die braten wir jetzt hier drinnen an. So. Fantastische Technik, ich fange langsam an, den Ofen hier zu lieben. Ne? Seht ihr schon, Jungs, hier läuft gut hier. Wir haben auch gleich Hitze. Ne? Hier drinnen fängt es auch schon an. So. Ja, jetzt bin ich fast so ein bisschen wie zu Hause, weil da mache ich dann auch immer so, bin ich dann auch auf so 3-4 Fronten meistens. Ist natürlich immer so ein Timing, ne? Man hat das irgendwie so gelernt. Und dann switcht man vielleicht so in der Küche. Ne? Wenn es Ihnen dann zu schwer wird, konzentrieren Sie sich einfach nur auf die Suppe, auf die Croutons, dann den nächsten Schritt. Ne? Immer schön System haben. Ne? Das ist immer das Entscheidende in der Küche. So. Das setze ich schon mal auf die 2 hier. Genau. Und unsere Zwiebeln, die haben wir hier. So, und da brauche ich, ganz einfach, nehmen wir den Holzlöffel hier. Es soll eine Zitronensoße werden. Also ich habe jetzt für diese Soße den Saft von 3 Zitronen ausgepresst und von 2 Limetten, also Zitrone und Limette zusammen. Ich denke, so ein bisschen so ein fruchtigeres. So. Die Limette hat ein bisschen einen lieblicheren Geschmack wie die Zwiebel, ja? Wie die Zitrone, sorry. Und hier habe ich so ein bisschen Zitronenschale abgerieben, mit weißem Pfeffer vermengt. Also daraus macht man, so sieht das aus hier. Es gibt ja auch diese Zitronenpfeffermischungen. So, und so werden die einfach hergestellt. Ne? Zieht dann ein bisschen ein. Ne? So, kriege ich hier mal so etwas dazu. Und das Ganze lassen wir schön angehen. Und dann können auch schon die Möhren mit dazu. Machen wir mal so reichlich 2/3. Ein Teil heben wir uns noch auf. So, dann lassen wir die leicht angehen. So, und dann kann das schon erstmal so ganz dezent hier auf mittlerer Hitze, sag ich mal, so leicht so ein bisschen dünsten. Ja? Gut. So, da sind wir schon hier.